Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute mache ich so eine Müsli-Regel, so eine Energieregel, glutenfrei und auch ohne Zucker. Wirklich perfekt sind die geworden, im Geschmack sehr, sehr lecker, sehr schön weiche Konsistenz, besser zum Kauen, keine harte Sache dazwischen. Und trotzdem etwas noch ein bisschen so knuspriger von den Sonnenblumenkernen. Ich habe schon ein Rezept für Müsli-Riegel in meiner Playlist, aber dieses Rezept ist mir noch besser gelungen und ich würde euch wirklich empfehlen, mal das nachzumachen. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich das gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Für diese leckere und sehr gesunde Riegel habe ich folgende Zutaten vorbereitet. 500 Gramm glutenfreie Haferflocken. Ich nehme so eine und hole ich bei Edeka. Es ist aber keine Werbung, liebe Freunde. Ich möchte nur euch erleichtern, diese Suche. Und da steht auch glutenfrei und auch außerdem Bio. In diesem Päckchen ist nur 475 Gramm. Deswegen habe ich, dass ich 500 Gramm habe, es ist besser zum Rechnen und ein Rezept zu erstellen, habe ich einfach noch von den groben, auch glutenfreie Haferflocken dazugegeben. Dann brauchen wir von den Früchten, habe ich hier 50 Gramm Cranberries, 200 Gramm Datteln. Meine Datteln sind mit dem Kern. Kern bitte rausnehmen, unbedingt, sonst macht ihr euren Fleischwolf kaputt. 100 Gramm Sonnenblumenkerne habe ich dir auch angeröstet in die trockene Pfanne. Dann Erdnüsse. Erdnüsse habe ich genommen, die, und ich habe die auch geknackt, aus der Schale rausgenommen. Von den Erdnüssen habe ich 150 Gramm genommen. Die Sesamsamen habe ich auch angeröstet, 30 Gramm. Von den Pflaumen und Aprikosen jeweils 150 Gramm. Bitte alles in Bio-Qualität nehmt ihr. Ich nehme auch bei Edeka von dieser Art auch alle Bio-Produkte. Und dann auch Sultaninen. Von denen habe ich auch 100 Gramm genommen. Dass es alles etwas zusammenklebt, brauchen wir was Süßes. Es könnte mal irgendwelche Mousse oder Marmelade, Konfitüre auch reinmischen. Oder es kann man auch Honig, aber Bio-Honig nehmen oder Agavendicksaft. Ein kleiner Tipp nebenbei, wenn euer Honig wird so gezuckert, nach einer Weile kann es passieren, das wird hart und gezuckert. Nehmt ihr einfach Stabmixer, habe ich das gerade auch gemacht, und einfach schlagen sie es vor. Ohne Aufwärmen nichts, habt ihr dann wieder so ein cremiger Honig. Bei uns im Heimat hat man auch so genannt, Creme-Honig. Es wird richtig schön aufgeschlagen, dass er richtig so hell wird und cremig. Und dann kann man schön aufs Brot streichen. So einfach nebenbei. Auch ein bisschen Salz brauchen wir. Für die Gewürze können wir Zimt und Vanille. Von Vanilleschote habe ich so eine Art nehmen. Nach eurer eigenen Geschmack von den Gewürzen. Oder ihr lässt es überhaupt weg. Ich werde statt Zimt und Vanille einfach ätherische Öle verwenden, einfach reintropfen. Und wenn ihr das auch habt, könnt ihr auch das nachwürzen mit ätherischen Ölen. Aber die ätherischen Öle müssen unbedingt dafür qualifiziert, dass die innerlich angenommen dürfen. Das musst ihr darauf achten. Und wir brauchen auch einen Fettzusatz. Ungefähr so 50 Gramm weiche Butter oder ich nehme in meinem Fall diese Kokosöl in Bio-Qualität und lasse ihn einfach schmelzen. So, Kokosfett habe ich jetzt auch schmelzen lassen und habe ich auch ein bisschen abgekühlt. Und jetzt können wir anfangen. Erstmal geben wir Haferflocken in eine große Schüssel. Ich werde es ein bisschen verschieben, dass ihr es besser sehen könnt. Geben zu den Haferflocken etwas so ein bisschen Salz, wie ein Geschmackverstärker, das Öl, dann was Süßes, Honig. Ich habe hier 150 Gramm Honig. Ich habe ein leeres Glas gewogen und dann, was ich hier habe. Deswegen weiß ich, wie viel noch
hier habe ich von dem Honig. Gebe Honig. Oder wie gesagt, das kann man sogar Marmelade oder irgendwelche Mousse kann man auch dazu machen. Dass wir jetzt etwas klebrige Masse bekommen, weil wir müssen die dann durch den Fleischwolf drehen. Dann was von Zimt. Im Fall nehmt ihr dann Pulver. Ich nehme 5 Tropfen Zimt und 5 Tropfen Vanille. Werden wir erstmal Haferflocken verrühren und am besten ist es Handschuhe ziehen, weil mit dem Löffel wird man hier lange rühren, dass die Haferflocken so ungefähr wie so ein bisschen angefeuchtet werden durch das Butter oder Öl. Es kann man auch ganz normale pflanzliches Öl nehmen, wie Sonnenblumenöl zum Beispiel. Und wenn es sehr trocken noch ist, wenn ihr zum Beispiel wie ich noch 150 Gramm Honig genommen, kann man auch ein bisschen von Agavendicksaft nehmen. Aber ich spüre, dass es alles schaute, alles schön feucht, sogar wenn ich so mache, klebt schon zusammen. Ich glaube, ich lasse es jetzt bei 150 Gramm Honig, das wird schon ausreichen. Dass wir nicht zu süß machen, wenn wir schon ohne Zucker machen, dann auch von der gesunden Süße auch nicht zu viel nehmen. So, das lasse ich jetzt. Jetzt kommen die Nüsse rein und alle Früchte. Die Sonnenblumenkerne und Sesamsamen lassen wir zum Schluss. Auch wieder etwas verrühren, so ein bisschen, dass alles so ein bisschen durcheinander ist. Wenn wir dann durch den Fleischwolf drehen, dass es auch etwas bisschen so, wie sagt man, gleichmäßiger ist. So, habe ich alles gut verrührt und jetzt hole ich erstmal mein Fleischwolf und dann werden wir es alles fein durchmalen. Und was ich mitbekommen, wenn man es schneidet oder wenn es mit Mixer macht, für Mixer ist es auch ziemlich schwer, aber wenn mit Fleischwolf macht, dann hat man es so eine schöne, weiche, gleichmäßige Masse, was auch dann beim Kauen sehr angenehm. Und deswegen lasse ich ein bisschen von den Sonnenblumenkernen und Sesamsamen einfach dann zu diesen Massen dazugeben, dass wir haben auch noch was so Knackiges dazwischen. So, ich habe jetzt mein Fleischwolf aufgebaut. Dieser Aufsatz ist es genau, passt zu meiner Küchenmaschine. Das ist echt perfekt, muss man nicht noch ein Gerät stehen lassen. Und jetzt werde ich diese Masse durch den Fleischwolf durchdrehen und macht ihr nicht gleich so viel, dass nicht alles so verstopft und für euer Gerät schwer ist. Einfach Stück für Stück. So, gebe ich es rein und dann geht es los. So, liebe Freunde, so sieht dann aus. Schaut, richtig schön. Fein wird gedrückt. Kann man schon gleich jetzt probieren. Es merkt man, bei mir ist es etwas trockener, weil es ist Öl genommen. Könnte mal ein bisschen mehr noch Öl dazu geben. Wenn das macht mit weicher Butter, die Masse ist viel klebriger. Aber weil ich jetzt für meine Detox-Kur die Riegel mache, deswegen darf ich kein Butter einnehmen. Nur richtig so vegan. So, liebe Freunde, ich werde erstmal das alles durchdrehen und dann sehen wir uns wieder. So, mit Durchdrehen bin ich jetzt fertig. Jetzt können wir die restlichen Zutaten dazu geben. Das sind die Sesamsamen und den Sonnenblumenkerne. Weil ich habe noch 150 Gramm Honig genommen und für diese Masse habe ich mir damals ausgerechnet, das brauche ich 200 Gramm Honig oder Marmelade oder so. Und deswegen meine Masse etwas noch fest. Habe ich jetzt mir 20 Gramm noch Kokosöl aufgewärmt und gebe ich es dazu. Sonst könnte man auch noch ein bisschen von dem Agavendicksaft nehmen. Aber irgendwie will ich nicht zu viel Süßstoff hier reinmachen. Das verkneten wir so, wie es geht. So, ich habe mich jetzt entschlossen, ganz bisschen abgekochtes, aber kaltes Wasser dazugeben.
einfach so prima Daumen. Ihr müsst erstmal selber sehen, wie es das bei euch wird, weil es ist trotzdem es immer wieder unterschiedlich, wie trocken sind die Früchte. Und von den Haferflocken abhängig ist das auch. So, jetzt sieht das besser aus, weil ich muss irgendwie in Form reindrücken und das ist viel zu trocken gewesen. Jetzt haben wir eine klebrige Masse. Und schön alles durchkneten. So, und jetzt kann man, rollt man so eine Kugel, so wie Praline. Danach kann man die auch vielleicht auch in Kokosnussflocken wälzen. Es ist jedem selber überlassen. Und so lassen auf dem Tablett. Oder macht man ganz einfach und macht einfach Riegel. Dafür nehmen wir eine Form. Ich nehme einfach den Deckel von meiner Auflaufform. Gebe da aber Papier, dass ich dann besser rausnehmen kann. Und gebe meine Masse jetzt da rein und drücke die fest rein. Jetzt braucht man noch eine Hand. So. Wie dick wollt ihr eure Riegel machen? Dann kann man auch in zwei Formen reinmachen. Diese Riegel wirklich sehr gut, wenn man unterwegs ist, besonders. Das gibt auch Energie und stillt den Hunger. Kann man einfach so als Naschen nehmen oder die Kinder in die Schule geben. Das ist viel gesünder als ganz anderes Zeug. So mit einem Schluck Wasser und geht schon wunderbar alles. Weil es soll ziemlich feste Masse sein, aber keine krümelige. Sonst danach können wir die auch nicht schneiden in die Riegel. Und noch mehr Sirup dazu geben, das ist auch keine Alternative, wenn das dann so süß wird. Kann man ein bisschen probieren, was wir gemacht haben, weil es schmeckt schon jetzt sehr lecker. Und wenn das jetzt ein bisschen dann so steht und zieht, dass die Haferflocken auch werden ein bisschen aufweichen von den Früchten und Süße, dann schmeckt das noch besser. So, ich nehme jetzt meinen Roller und mache jetzt das schön gerade. Oder kann man einfach Glas nehmen und auch ein bisschen so trampieren. Aber mit der Roller ist das am einfachsten und besser. So, so glatt haben wir jetzt drauf gedrückt und fest, dass alles so zusammengeht. Wenn wir danach die Riegel schneiden, dass es dann wirklich die gute Riegel werden. So sieht jetzt aus. Und liebe Freunde, ihr könnt natürlich nach eurer Wahl Früchte und Nüsse nehmen, selber anpassen. Das ist nur Anregung und was ihr da nehmt, es ist euch überlassen. So, jetzt mache ich jetzt mal das zu und stelle das in den Kühlschrank zum richtig abkühlen und einfach durchziehen. Noch ein Stückchen Papier dazu legen, so dass die Masse nicht antrocknet. Und dann stelle ich jetzt in den Kühlschrank über Nacht. Und morgen sehen wir uns wieder und schauen, was wir da gezaubert haben. So, am nächsten Tag können wir unsere Riegel fertig machen. Aber wenn ihr zum Beispiel früh es gemacht habt, es reichen auch 4 bis 6 Stunden im Kühlschrank stehen. So, machen wir Papier ab. Es geht um das, dass es die Masse richtig fest wird, kalt wird und so dicht. Das kann man jetzt ja so schön rausnehmen mit Papier. Papier abziehen. Und jetzt werden wir ins Aufteilen. Es kann man natürlich mit dem Lineal ausmessen und alle die schön gerade machen oder macht ihr einfach prima Daumen. Das Masse ist fest, aber lässt sich gut schneiden, weil es wurde durch den Fleischwolf gedreht. So ungefähr so gleiche Größe. Und dann nochmal auf die Hälfte. So. Schaut ihr, ja, wenn mal so ein Riegel auf ist, dann wird man bestimmt sehr satt. Kann man, ich glaube, sogar noch kleiner machen und vielleicht nochmal dieses Riegel nochmal auf die Hälfte teilen. Dann wird es eine bessere Größe.
So, aufbewahren kann man diese Riegel im Kühlschrank oder sogar kann man die anfrieren, dann halten die noch länger. Sonst habe ich getestet nur bis 3 Monate. Danach weiß ich nicht, ob die halten noch länger. So sehen die aus. Kann man in das Papier einwickeln und dann in die Dose reinmachen. Aber die lassen sie sich auch einfach so in die Dose stapeln und danach rausnehmen. Muss man nicht unbedingt noch das Papier verbrauchen und die jede einzelne anwickeln. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig? Haben wir uns wieder was für unsere Gesundheit gemacht? Und als Snack zwischendurch und auch für unterwegs, wenn mal runterkommt. Und wenn ihr das nachmacht, würde ich mich sehr freuen über euren Kommentar. Wie hat es euch geschmeckt? Wie findet ihr solche Rezepte und so eine Sache für sich machen? Oder vielleicht macht ihr auch was, sowas für unterwegs, so einfach auf die Hand zu nehmen. Würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Natürlich vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!